Hallo Leute und willkommen zum 11. Spieltag und dabei ist der gute Bene. Ja, wir kämpfen gegen den guten Heyo-Menschen-Dude, den wir natürlich alle deswegen lieben und kennen. Und, ja, Heyo-Menschen! Genau, Heyo-Menschen! Okay, ich kann das nicht so gut. Aber, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Kampf hier werden wird, weil das Ding ist halt so, ich kenne euch ja beide, ihr seid beide so ein bisschen Showdown-Faggots und wenn Showdown-Faggots gegeneinander kämpfen, dann ist das immer sehr, ja, interessant, muss ich sagen. Ja. Definitiv ein sehr impulsiver Kampf. Ja, also ich habe gedacht, dass er, weil du halt Sand dabei ist, dass er vielleicht auch seinen Sandmon mitnimmt. Also das Ding ist halt, Bisbug wäre cool gewesen, aber hat er nicht dabei. Was, denke ich mal, ziemlich gut für dich ist. Weil das wäre, glaube ich, ein bisschen problematisch geworden, wenn Bronzong geweakened ist. Aber, da das soll gar nicht die Rede sein, er hat Mega Altaria dabei. Was, na, keine Ahnung, ich sehe es nicht so krass an, weil du halt einfach zwei Steel-Types hast. Ich denke mal, der wird halt deswegen natürlich auch Fire Coverage dabei haben. So eher so ein defensives Set vielleicht, so für Torn oder so, aber weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so gut in dem Matchup. Hat der Pharaoh dabei, das ist natürlich, ja, denke ich mal, einer der besten Aso-Checks von ihm und auch Lycanroc-Checks, also damit sollte er einiges machen können. Du hast ihn natürlich dagegen gepreppt, aber Nocturne, was, weiß ich jetzt nicht, warum er das dabei hat, muss ich ganz ehrlich sein. Der ist auf jeden Fall auch cool gegen Lycanroc, das muss man auf jeden Fall sagen, so die Kampfpriest hat er jetzt auch gegen Lucario. Aber das Ding ist halt, du kannst immer einen Hippo wechseln und selbst so ein Ice Punch macht, glaube ich, nicht genug, weil du, ich meine, du bist defensiv. Katana ist natürlich ein gigantischer Threat, wie immer, aber du hast dich halt mit dem Aso ziemlich gut dagegen gepreppt, deswegen glaube ich, so in dem Matchup sollte das nicht so gefährlich sein, sondern du kannst auch mit deinem Lucario revengen. Also, ich sehe es jetzt nicht als so gefährlich an, aber keine Ahnung, vielleicht so ein SD-Set kann trotzdem durchbrechen, weil es ist immer noch Katana. Crocodile ist sehr nervig für dich, würde ich sagen. Einfach, weil er so, schneller als sowas wie Lucario ist, also das könnte echt, echt gefährlich werden, weil für die Coverage Moves hast du jetzt nicht so viel, bis auf natürlich Hippo, aber der kann nicht taunten und da kannst du nicht mehr recovern, also den sehe ich als sehr, sehr stark in dem Matchup an und sein letztes Mon ist Slowking, das ist natürlich auch nochmal ziemlich nice, auch nochmal quasi ein Aso-Check, wenn es in Water Move reinkommen möchte, so ein Hippo, kann auch Hippo besiegen und so und den Torn reinkommen, also ich denke mal, das ist alles fein und ja, also ich sehe Crook eine Menge Arbeit bei ihm machen und sonst denke ich mal, hast du die meisten Sachen wirklich gut gecovert. Ja, und das wäre so erstmal mein Fazit. So ungefähr habe ich das auch predicted, sag ich mal. Ich habe eigentlich eher Sand predicted, aber ja. Ja, genau. Ich habe ja schon vorher gesagt, im Teambuilding-Video, das ich gemacht habe, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Das ist eigentlich so ziemlich alles, was ich hier genannt habe, mitnehmen könnte. Und sowas wie Katagami, das habe ich halt predicted, aber auch das Rabigator und das Lushoking, also die ganze rechte Seite habe ich auf jeden Fall gesehen in seinem Team. Und ja, die linke Hälfte war eigentlich offen. Von daher müssen wir jetzt auch irgendwie schauen, dass wir damit irgendwie umgehen können. Ich muss sagen, am besten schauen wir das, indem wir einfach mal den Kampf starten. So, mal wieder leaden wir mit unserem Boreos und er leadet mit seinem Altaria, was sehr interessantes Matchup ist. Denn also die Sache ist, er wird auf jeden Fall scouten, was ich für ein Boreos bin. Jo, und andersherum auch. Darf ich ihm aber irgendwie kein Momentum geben, indem ich hier so Setup-Möglichkeit gebe. Das bedeutet, ich muss hier eigentlich auf den Föhner gehen. Das ist auf jeden Fall für mich klar gewesen. Mhm. Ja, das Ding ist halt auch, er kann dich halt nicht one-shotten. Ich glaube, sein Safe-Star-Play ist einfach mal zu boosten, einfach mal zu gucken, was du machen möchtest, was so dein Set ist, weil er weiß noch nichts. Das Ding ist halt, du kannst ihn halt mit nichts wirklich erstmal gefährlich werden. Und ja, der Taunt ist dann eigentlich mal ganz nice, weil dann kriegt er keinen Roost mehr. Aber ja, das ist dein bester Move dagegen, ist glaube ich auch Hurricane, den dabei ist. Und er drückt auch Roost. Ja, das ist dann auch ein guter Play auf Clevers Seite, aber ja, Taunt. Sieht auf jeden Fall, dass du nicht AV bist, was denke ich mal auch ne. Gute Knowledge für Ines und geht jetzt in Slowking, weil ich schätze mal, der Angst wird vor der Giftattacke und hat auch keinen Grund, seine Altaria zu risken. Der Orkan misst, na gut, das ist. Ja, gut, das passiert eben. Ja. Hier passiert halt noch was nicht so Schönes für mich, denn hier kommt natürlich die Boleo-Biere. Ah, okay. Und ja, das hat mir jetzt quasi eine Nullrunde beschert. Oh, cool, aber ja. Okay, was nicht so schön ist, wäre, wenn er jetzt geburnt hätte. Das wäre echt nicht so schön. Aber ja. Das wäre super nervig. Allerdings muss ich sagen, es wäre tatsächlich noch ein bisschen besser als sowas wie Gift gewesen. Das hätte mich eher genervt, wenn ich ehrlich bin. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, so ein bisschen mehr Schaden mit Kehrtwende oder Abschlag machen ist jetzt auch nicht so schlimm. Von daher nimmt sich das beides, glaube ich, nicht so viel. Ich dachte mir halt hier, ich muss halt in meinen Bronzong gehen. Das ist das einzige Pokémon, das so gut was tankt, sage ich jetzt mal. Und die andere Sache ist, ich könnte jetzt natürlich predikten und irgendwie hier auf Lichtkanone, Toxin oder einfach doublen. Mhm. Aber ja, ich habe mich fürs Toxin entschieden, denn das hat so alles gecovert, was ich mir hätte vorstellen können. Außer eben dem Rabigator.
Ich meine, ich habe eben in dem Moment nicht daran gedacht, dass er eigentlich Rabigato hat. Und dachte mir so, ja, ich kann ja einfach Toxin drücken. Denn ja, ich muss hier wahrscheinlich rauswechseln. Oh, und jetzt klappt ich auch direkt zum Gast in die Beere. Gucken, ich meine, wie viel das macht. Genau deswegen habe ich es eben gemacht. Also mit der Beere macht er mir eben nicht so viel Schaden. Das ist noch relativ okay, was ich an Schaden gefressen habe. Von daher kann ich hier direkt in meinen Hippo gehen. Ist bloß ein bisschen schade, dass ich hier die Tarnsteine nicht rausgebracht habe. Aber das ist auch schon okay. Ich meine, die andere Sache ist, er bringt sie selber jetzt wahrscheinlich nicht raus. Ich finde auch, der Toxic auf dem Crocodile ist halt komplett worth, weil das halt so richtig gefährlich ist, und da schon mal Damage drauf zu kriegen. Vor allem kontinuierlich ist halt richtig gut für dich. Also, das passt. Ja. Und jetzt kommt das Toxin. Ja, ich habe erstmal fürs Toxin gescoutet. Ich dachte eigentlich eher, dass er hier Verhöhner drückt oder so. Ja, klar. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen blöd natürlich für meinen Boreas, weil es halt immer in Sand reinkommt und immer wenn es reinkommt, eben diese Vergiftung kriegt. Aber genauso ist es halt für ihn nervig, weil er jetzt auf jeden Fall raus switchen muss, denn das Gift macht ihn langsam zu schaffen und er braucht es eben, um die Tarnsteine rauszulegen. Ja, Jute möchte er auch nicht haben und so. Also, du drückst tatsächlich Taunt, weil du. Oh, okay. Hast du jetzt wirklich mit Rocks gerechnet? Ja, ich meine. Wenn er es gedrückt hätte, hätte ich es verhindert, und die andere Sache ist, im Draufhandeln hat er halt ziemlich viel Giftschaden genommen und ich hätte halt wieder Catwind drücken können. Ja, ich weiß ja nicht, ob er drin gewesen wäre, weil das Ding ist halt, Yuten war halt relativ obvious von dir, da war klar, dass er wechseln wird, aber I guess, das ist auch fein. Jetzt muss halt was in Natalia wechseln. Aber jetzt kriegst du vielleicht die Rocks, wenn er keinen Fire Move hat und du wechselst auf den Bronzong. Also im Endeffekt mattert das halt nicht so sehr, also es wäre halt auch fast das gleiche hinausgelaufen. Ich meine, ich habe hier nur Bronzong, was ich in dieses Altaria reinswitchen kann. Von daher muss ich das auch tun. Das ist aber gefährlich, wenn er jetzt die Fire Courage hat, dann verlierst du jetzt quasi deine Rocks-Möglichkeit. Er wechselt aber aus. Es war tatsächlich eine Roll, ob das killt oder nicht. Aber er hat wahrscheinlich keine. Er ist wahrscheinlich einfach nur Mono-Attacking und ziemlich bulky einfach. Also, glaube ich, die hatte. Sagen. Aber jetzt kriegt er immer seine Rocks, wenn du deine rauskriegst. Das ist auf jeden Fall ja auf beider Seiten nice. Ich weiß jetzt nicht gerade, für wen es besser ist. Probably für ihn, weil du ja nicht mehr mit Torna regeneraten kannst, vor allem weil du ja Sandsturm und Toxic noch hast. Ja, aber, wahrscheinlich. Ja. Ich meine, die Sache ist, ich kann erstmal mit Ronson auswechseln, denn er möchte hier die Tarnsteine legen und nicht irgendwann anders. Und die Sache ist, hast du denn jetzt einen Hippo gewechselt? Naja, Hippo ist ziemlich nice, denn ich kann hier einfach einen Igio raushauen. Nee, du hättest ja auch einen Torn wechseln können und einfach U-Turn können oder so. Ja, aber die andere Sache ist, wenn er wirklich hier Knockoff gedrückt hätte, dann wäre es auch nicht so nice gewesen für mich. Ja, aber das Ding ist halt, dann hättest du die Rocks preventen können, weil er hat ja Helm mit Damage genommen und dann mit U-Turn hättest du ihn killen können. Aber ja, egal. Naja, wenn man davon ausgeht, hätte ich es nicht preventet, aber egal. Nee, das schon, weil die Rocks wären ja nicht ja gewesen, weil genug Damage, das in U-Turn-Range wäre ja, glaube ich, gewesen. Aber ist auch egal, ist nicht so passiert. Auf jeden Fall, EQ macht bockstarken Schaden auf Slowking, holy shit. Ja, also Hippos Angriff darf man echt nicht unterschätzen. Auch wenn ich überhaupt kein Investment drauf habe. Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht nicht Sandforce hättest mitnehmen sollen, wenn du dann tatsächlich Dings erwartet hast, Sand auf seiner Seite, weil dann hätte es noch viel mehr Schaden gemacht. Aber, boah. Ja, okay. Aber das reicht, glaube ich, erstmal sogar. Ja, das ist schlecht. Auf jeden Fall ein netter Schaden, den ich gerne nehme. Mhm. Und jetzt zurück zu Toxic, oder was machst du? Ja, also das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was ich machen kann. Ich meine, klar, ich riskiere ja eigentlich im Prinzip den Miss. Was nicht so nice wäre, da hätte ich nämlich eine Nullrunde gemacht. Aber die andere Sache ist eben. So viel machen. Das Ding ist halt, selbst wenn er irgendwas macht, wird er Bronzong predicten und dann wird er halt nicht Toxin rücken, glaube ich. Ja, also. Eben. Und ich denke halt, zweimal Schallwelle von ihm, das ist eben auch kein Problem. Ja, das ist alles fein. Jetzt kannst du ja wieder an den gehen. Boah. Okay, ja. Ich glaube. Okay, er drückt tatsächlich jetzt Toxin. Okay, krass. Yep. Gute Runde für mich auf jeden Fall. Der, ja, also, perfekt, er ist halt vergiftet. Und ich muss natürlich schauen, was das Sinnvollste für mich ist. Denn er wechselt hier halt 100% raus. Es bringt ihm halt überhaupt nichts, hier drin zu bleiben, wenn er keine Fire Coverage hat. Ich meine, ansonsten hat er es auch schon längst gezeigt. Und ich dachte jetzt mir, ich werde selber auch ein Double ziehen, denn die Sache ist, dass Kraftlese Feuer nicht so viel Schaden auf ein speziell defensives Tentantel macht. Ich frage mich aber nicht, schon früher hätte Tentantel auf Bronzong gehen können. Aber ja, gut, weil das Ding ist halt, er weiß ja nicht, dass du die HP Fire hast, und Bronzong kann er an sich, wenn man sich das so ansieht, erstmal nichts gegen den machen. Aber gut, jetzt muss ich auf jeden Fall raus, weil du kannst ihn ja nicht besiegen oder so. Und ja, der ist auch ziemlich gut dagegen. Ja, eben, ein relativ guter Switchen ist eben auch mein Lucario, zumindest das erste Mal oder so. Denn ich komme die Blattgeißel und
Ich meine, das ist jetzt so eine Attacke, die hat 120 Base Power, also man kann schon ein bisschen Schaden erwarten. Ich finde aber interessant, dass die Blattgeißel kommen. Das kann sein, dass er dann nicht den. Hat er dann den C-Move nicht oder so? Weil das ist ja vermutlich der beste Move gegen Thorngard gewesen. Also schon interessant. Ich denke, er hat einfach predicted, dass ich ausgehe. Ja, wann was? Also, du wirst ja nicht einen Hippo wechseln. Und den Aso auch nicht, also. Und dann, ja, okay, Bronzong könnte ich noch. Ja. Aber na, auch nicht. Egal. Auf jeden Fall, du kriegst einen +2 reingeschmied und Schnappi ist tot. Das ist nice. Weil der ist threatening as fuck. Und den wegzukriegen ist auf jeden Fall richtig gut. Okay, dann was macht der jetzt überhaupt? Geht nicht in Slowking, geht in seinen Hitmonchan an? Ja gut, der kann, denke ich mal, ein Hit leben. Kommt jetzt auch drauf an, was er für ein Set natürlich ist. Hat er ja wahrscheinlich den Tempo. Ja, stimmt, never mind. Ja, der muss natürlich raus. Okay, ist in dein Torn. Ja, das ist, denke ich mal, alles fein. Der wird halt ja nie Ice Punch. Also, kann er machen, aber es ist halt... Oh, er doubled sogar. Das wäre halt mega unnötig hier. Risky as fuck, ja. Ice Punch zu drücken, ja. Okay, wechselt... Okay. Interessant. Wechselt wieder ein Pharaoh, weil er dann, denke ich mal, das Torn predicted hat. Gehe ich jetzt mal von aus, weil er ja schon mal rausgewechselt bist, also weiß er ja jetzt, dass du nicht viel gegen ihn machen kannst, bis ihn zu taunten. Er hat... Ich glaube immer noch nicht, dass er... Ich meine, er scoutet halt immer noch. Also das ist eben die Sache, wieso er gerade rausgewechselt ist. Deswegen geht er einfach wieder zurück in seinen Lashoking. Und die Sache ist, ich kann hier erstmal einen Orkan raushauen. Hätte viel, doch kannst relativ du, viel Schaden auf das... Kannst du das? Auf das Tentakel gemacht, aber ja, ich muss da, ja, passiert halt. Ich meine, ich kann hier wieder Kehrtwende drücken. Ich glaube, das ist so der Moment gewesen, in dem ich einfach meinen Bronzong abgeworfen hat. Ich frage mich aber auch gerade, was du gegen Slowking noch so machen willst. Also, bis auf Taunt mit Taunt sehe ich jetzt nicht, was du, wie du den besiegst. Ich habe ja Spukball auf dem Lucario. Ja, okay. Und ich habe immer noch meinen Volvorok. Und wie du gesehen hast, hat das Hippoterus auch ziemlich viel Schaden drauf gemacht. Ja, okay. Dann, okay. Stimmt, der kann gut möglich spezialdefensiv sein bei dem Damage. Ja, gut, dann, ja, okay. Dann sehe ich noch die Outs. Okay, wechselt aus. Und das war so ein Moment, in dem ich viel zu schnell geklickt habe. Aber. Ich dachte mir halt, hier kommt eigentlich wieder ein Tagedieb. Oder eben das Siedewasser, mit dem er mich hätte killen können. Aber nee, ich hatte halt nicht genug überlegt, um einfach Kraft der Feuer zu drücken, denn er wäre halt sowieso nicht drin geblieben. Er hat das Toxin gesehen. Tentantel oder Katana war eigentlich relativ klar wegen dem Toxic, das schon. Ja, aber es war halt super risky, dass er in Katana gegangen ist. Also das hätte ich nicht mal gedacht. Ja, ich hätte einfach nicht gedacht, dass er die HP Fire ist, ne? Also es wäre richtig geil gewesen, hätte sie dir jetzt gedrückt, aber egal, ist nicht passiert. Du hast was geopfert. Was hast du jetzt geopfert? Ja, das Bronzer einfach. Ah, okay. Ja, gut. Nein. Na, das ist fein. Ja. Wir haben aber gerade gesehen, dass er das Speedboost in Katana ist. Das bedeutet, er hat 19 DVs und das scheue Wesen. Ah, okay, das habe ich gerade übersehen. Ja gut, das ist gut zu wissen, weil dann macht er nicht mehr so viel Schaden. Ja, Das kann doch gefährlich werden, wenn er mal ein SD hat. Aber gut, jetzt kommt Volvorok dagegen rein, killt eine Stone Edge. Hat es gekillt? Ich habe doch Tiefschlag. Aber das ist mir auch voll egal. Okay. Das Ding ist halt, der hätte da recovered oder wohl. Hätte er nicht riskieren können, glaube ich. Also, I guess. Nee, ich könnte ja auch Knirsche haben. Stimmt. Ja, also ich denke mal. Dann hättest du seinen Switch auf jeden Fall können. Nee, egal. Passt schon. Ja, ich dachte halt nicht, dass sein Nocturne die erste Wahl war, um rein zu switchen. Denn eigentlich bräuchte er es noch gegen das Lucario. Ja, wenn du Knirsche kriegst, dann ist es die Darkness. Aber ja, ich verstehe schon. Aber jetzt sehen wir halt, wie das nichts gegen Hippo macht. Wie wir schon gesagt haben. Wechselt jetzt aus in seinen Pharaoh. Ja, Pharaoh ist halt relativ safe. Also außer dass selbst wenn du einen Fire Move hast, dann machst du halt nichts. Das Ding ist halt, das invited wieder ein bisschen Lucario. Da muss er jetzt gucken, was er macht. So Leech Seed könnte er drücken, wenn er das hat. Aber da bin ich jetzt auch immer gespannt, was passieren wird, wenn ich ehrlich bin. Ja, also es ist halt so ein Matchup, das ich nicht haben will. Also so Proteus gegen... Das Tentakel macht natürlich nichts. Also hätte ich mal Kraft dieser Feuer oder sowas draufgepackt. Aber ich dachte das mir, glaube ich, dass ich einfach den Bollenhelm schaden möchte oder so. Nichts auf den. Er drückt aber Stachler. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass er Lucario frei reinkommen hätte lassen. Das überrascht mich jetzt. Ich meine, du bist natürlich in Thorn gegangen, weil, denke ich mal, du wolltest nicht so viel Damage auf Lucario nehmen. Ich dachte irgendwie, dass er Dampfhalze drückt, aber ja. Ja, okay, das kann gut möglich sein, ja. Ja. Stimmt. Das kann natürlich sein. Ja, ich meine, hier mache ich wahrscheinlich ein paar Misplays, denn Schutzschild war doch relativ obvious. Aber du wusstest ja nur nicht, dass er den hat, ne? Ja gut, die Orts waren aber
schon dafür. Also es ist halt so ein Pokémon, das einfach auch Schutzschild relyen kann, einfach weil es eben so viel Bulk hat und eben auf die Leftovers zurückgreifen muss. Und da ist es halt schon verständlich. Ja, dafür holst du dich jetzt wieder zurück, indem du U-Turn drückst. Also, boah, das war ein Crit, oder? Ja. Ja, fand ich nice. Also glaube ich, dass du das nice fandest. Okay, jetzt machst du jetzt... Gehst straight in den, ja gut, du killst. Jetzt killt er auf jeden Fall mit Stone Edge. Da musst du dir keine Sorgen machen. Du kannst jetzt vielleicht sogar das Nocturne oder eigentlich eins der Steel Spirit in Z-Move drücken. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch machen wirst. Er wird hier auf jeden Fall in Nocturne gehen. Allerdings kommt hier eine relativ dumme Stelle für mich, denn ich bin, glaube ich, ziemlich dumm. Oh, wait. Denn, ich gehe auf den Schwertanz. Also, Pharaoh Predict. Verstehe ich auch nicht. Denn in dem Moment habe ich wahrscheinlich komplett den Tempo-Heap ausgeblendet. Wait. Also ich habe komplett ausgeblendet, dass dieses Pokémon Tempo-Heap kann. Und deswegen gehe ich auch einfach auf den Durchbruch. Und deswegen killt er mich. Oh. Und das ist halt jetzt doch ziemlich scheiße für mich, denn das wird nicht so gut. Ja. Ja. Oh. Also es gab halt an der Stelle auch keinen Grund, hier nicht irgendwie Tempo-Heap zu breaken, weil er muss halt dieses Wolverock irgendwie wegkriegen. Nee, Clever hat alles richtig gemacht. Ja, ja, klar. Er hat es aus seiner Sicht natürlich hier richtig gemacht. Aber ich war natürlich ziemlich doof, weil ich hatte im Kopf eigentlich nur, dass ich ihn mit Durchbruch eigentlich killen kann. Und das hat mir halt jetzt natürlich das Matchup hier vermiest, denn ich habe jetzt riesige Probleme. Dann kann ich einfach sein Altaria abwerfen, sein Tentakel ist voll und sein Katagami kann natürlich immer noch irgendwann reinkommen und ziemlich viel Druck aufbauen. Gerade weil Lucario eines der Pokémon oder eben auch Volrock eines der Pokémon war, die ihn gepressured haben. Und ja, ich meine, was ich hier machen kann, ist natürlich dieses Altaria killen. Ich dachte mir auch so, ich könnte vielleicht rausgehen und mir Recovery holen, aber dann wäre eben wieder Hippoteros reinkommen. Das wäre halt ein bisschen zu passiv, das hätte halt wieder sein Tentakel invited und das wollte ich eben nicht, deswegen habe ich hier einfach mal... Vom Altaria down ist halt richtig nice für dein Lucario, weil das ist, glaube ich, jetzt so gegen Ende auch deine Win-Con, weil das Ding ist halt, wenn Slowking vielleicht geweakened ist oder wenn du irgendwie auf +2 nochmal kommen solltest, dann kann der halt super locker noch gewinnen. Also ja. Es ist noch nicht alles vorbei, würde ich sagen. Und, Sutens du auf dem... Das Ding ist halt, willst du jetzt tatsächlich halt auch in Lucario gehen oder nicht? Ich meine, die Dampfwalze denkst du jetzt nicht mehr, dass sie die hat, aber können dann immer noch Leech Seed haben und so, das ist dann alles irgendwie doof. So wird er tatsächlich drin bleiben? Ich meine, er tankt halt den Fighting-Move, oder? Die Sache ist, selbst wenn er den Fighting-Move tankt, ich will halt den Schaden drauf haben. Okay, also ich glaube, ich würde jetzt einfach Leech Seed oder protecten, aber er wechselt jetzt... Gibt dir den erst die Plot oder drückst du jetzt? Ich meine, er hat halt immer noch seinen Nocturne, denn ich habe ja vorhin keinen Schaden drauf bekommen. Und ich dachte mir so, das hier ist ganz nice, weil es macht halt Schaden auf das Nocturne und ich hätte halt... Never mind, +2 Wagenwelle killt dich. Achso, ja, das nicht. Weil er wahrscheinlich auch nicht so ist. Idee. Und an der Stelle dachte ich mir so, Vakuumbälle könnte killen, aber nee, es killt nicht. Ja, und das ist noch viel beschissener für mich, denn Lucario war so ziemlich meine Antwort für so ziemlich jedes andere Pokémon, das er noch hatte. Ja. Und an der Stelle könnte man natürlich sagen, dass ich safe in Hippoteros hätte gehen können, aber für mich sah das einfach so aus, als würde das killen. Also sorry, aber das sah für mich einfach so aus, als würde das killen. Bist du ein Hippo? Ja, die Sache ist, ich wollte halt healthy sein. Ich wollte healthy sein. Du wolltest ein bisschen Regen haben. Ja, okay, verstehe ich. Das ist fein. Das Ding ist halt, du kriegst, glaube ich, keinen Slack-Off, wenn er jetzt durch Sandsturm stirbt. Was nervig sein. Ja, das geht noch. Oh. Das ist nerviger als keine Recovery, glaube ich. Ja. Ja, gut. Aber ich meine, jetzt kriege ich garantiert keine Recovery. Nee. Kann man auch so sehen. Nee, das glaube ich nicht. Ich meine... Könnte jetzt halt. Der kann sich jetzt halt einfach Esteem, was richtig doof ist. Okay, du bleibst aber auch da drin. Hast vermutlich Brille gedrückt, oder? So, falls er sich Esteem auftaust oder so. Ja. Nee. Persönlich hat er jetzt auch. Ich glaube, ich habe eigentlich Erdbeben gedrückt, aber das ist egal. Auf jeden Fall hat der Lobklinge ziemlich random gedrückt. Also, jeder andere Mensch hat wahrscheinlich irgendwie Schmalhorn oder so gedrückt. Warum denn? Also naja, weil, vor allem wegen Thorn und natürlich wegen Asu. Das Ding ist halt, du siehst ja den Lauftorn schon. Ja, aber die Sache ist, er hat mir auch gesagt, das hat er auch nur aus Panik gedrückt, weil er mich gefreezt hat. Okay. Wie gesagt, also Schmalhorn war halt einfach der beste Play. Ich habe das jetzt auch nur für Bollenheim Schaden gemacht. Ach, das ist unfortunate. Das ist jetzt super nervig. Mm.
Ich meine, an der Stelle habe ich nur noch meinen Azumarill. Er hat natürlich seinen Katagami. Das hat sich jetzt natürlich mit dem Speed geboostet. Ich weiß aber noch nicht, dass du die Anti-Pflanzen, also Sepse Bars. Und er drückt da Laubklinge. Huh? Maybe? Okay, jetzt muss der plus 6 Aqua Jet critten. Oder, na, wie viel macht... Ich glaube, der macht... Okay, der hat noch Ferro. Es wird gefährlich, das ist aber Brick Break. Wird killt Schmalon überhaupt? Der hat doch irgendwie nur so wenig IVs, oder? Mal gucken, wie viel der Schmalon macht. Ich meine, das ist jetzt so ziemlich meine letzte Hoffnung. Oh, und selbst wenn der Sandsturm jetzt weg ist, stirbst du durch Tentante. Oh, das ist unfortunate. Ja, das stimmt. Also stell dir vor, ich hätte die 50% Bäre oder so gehabt. Das wäre super cool gewesen. Das wäre richtig krass gewesen jetzt. Ja, kann man nichts machen. Also ich meine, die hätte ich bedenken können. Also es wäre auf jeden Fall eine Option gewesen im Teambuilding. Ich meine, zu mir hätte ich natürlich so als Check gegen Nocturne oder Altaria auch noch gebraucht. Oder war es nicht so unwahrscheinlich, dass ich unter 25% komme. Gerade mit dem Sand und Tarnstein. Und das hätte ich halt irgendwie forcieren können. Also das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Also 50% hätte ich schon draufpacken können. Habe ich aber nicht gemacht, also habe ich einfach nicht bedacht. Ja, also ich denke nicht, dass es der größte Fehler ist. Also meine größten Probleme waren, als ich Lucario und Wolverock random gegen dieses Nocturne einfach gesackt habe, ohne dass sie irgendwas gemacht haben. Ja, das stimmt. So ein bisschen Rocky Helmet Damage auf dem wäre halt nochmal nice gewesen. So, anstelle die zu sacken, einfach Rocky Helmet Damage mit dem. Ja, ich hätte auch in Hippotheos gehen können. Allerdings, es war halt einfach an der Stelle High Risk, aber High Reward. Also aus meiner Sicht war es halt Low Risk, weil es so aussah, als würde das einfach umbringen. Aber ich meine, du hättest ja einfach Z-Move auf dem Switch von Slowking in irgendwas drücken können, weil du hättest ja, also wir wären nicht in der Teilgang, der wäre entweder Pharaoh, Katan oder Hitmonchan gegangen. Da hast du halt auch recht. Ich habe halt random Schwertanz gedrückt, weil ich komplett diesen dummen Tempo-Hieb ausgeblendet habe. Ich habe halt voll vergessen, dass er den hat und dachte, ich dachte mir halt in so, der Kalk sagt so, Durchbruch, würde ihn killen auf plus 2. Ja, das hat mir wenig geholfen. Ich meine, er killt auch auf plus 2, ja. Es ist dann ein bisschen doof für dich, wenn du nicht mehr dazu kommst. Das ist richtig. Naja, auf jeden Fall, die Tabelle sieht natürlich jetzt ein bisschen anders aus, denke ich mal. Gerade weil Bene noch spielt. Und Bene und Glever sind ja gerade so auf Aufholjagd. Und das ist halt super nervig für mich. Also ich male mir jetzt auch gar nicht erst irgendwie Chancen aus, irgendwie die GPL jetzt zu gewinnen, weil das richtig heftig für mich sein wird. Ich habe einfach meine Chancen hier verpatzt. Ich habe einfach meine Chance verpatzt. Nein, ganz ehrlich. Überleg mal. Ich hau jetzt Laurus einfach in der Rückrunde, ersten Kampf weg. Dann ist der, warte, du hast dann jetzt 4 Loses, ne? Ja. Ja, dann sagen wir mal, dann Laurus 3 Loses, dann haust du den noch weg, dann ist er auch 4 Loses. Dann musst du mich quasi weghauen. Okay, tut mir leid, das wird nicht passieren, aber irgendwann anders random mich bestimmt weg. So, guck mal, ich muss noch mal gegen Capco. Also das ist alles noch offen. Also, dass wir auch noch auf 4 Loses alle kommen, das glaube ich schon noch. Also, da ist noch alles eigentlich. Man muss halt einfach sagen, ich habe halt einfach meine Chancen verpatzt. Also, dieses Match gegen Glebber war machbar, dieses Match gegen dich war machbar und beide hätte ich gewinnen können. Und es hat halt immer so ein bisschen gefehlt. Und gerade gegen Glebber war es jetzt richtig doof, dass ich einfach 2 Fehler gemacht habe auf einmal. Und eigentlich zweimal denselben, und zwar dieses Nocturne irgendwie healthy zu lassen. Healthy genug, damit es irgendwas machen kann. Und aber das hat sich auch gelohnt, das Nocturne, dass er das mitgenommen hat. Also, holy shit. Ja, also, das können wir sowieso nicht sagen. Also, ich hätte auf jeden Fall gegen Nocturne mehr machen können. Da habe ich auf jeden Fall zweimal gemissplayed. Dummer Fehler halt. Und ja, ich gönne auf jeden Fall Glebber den Sieg. Also, ich will auch ganz ehrlich sein. Ich glaube, Glebber ist momentan der beste Spieler der Liga. Will ich ganz ehrlich sein. Na, ich habe mir schon angeguckt, was er so gemacht hat. Also ich habe seine Geschenk- und Glibber-Lives gesehen und da war ich nicht mehr überzeugt. Aber das ist was anderes. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt wirklich ein Glibber. aber das soll gar nicht das Thema sein, dass wir das Gilde von Glibber bestimmen. Egal. Auf jeden Fall, es gibt noch die Rückrunde. Das wird jetzt ziemlich schwer für mich gerade, weil ich dann auch noch ein paar Klausuren habe. Das glaube ich. Und da werde ich eben ein bisschen zurückstellen müssen. Ich meine... Gilt halt wahrscheinlich für die anderen genauso. Ich muss meine Masterarbeit schreiben. Alles easy. Aber ja. Ich meine, wenn euch das Video gefallen hat, irgendwie, dann lasst doch gerne mal eine positive Wertung da und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann, ciao. Mundert den Enma bitte auf. Ciao.